Ja, ein Prosit, liebe Freunde der gepflegten Volksmusik, und damit herzlich willkommen bei unserer Online-Harmonikerschule Harmonika Veronika. Ja, wer hätte sich's gedacht, was für ein Lied wir heute lernen? Ganz genau, nämlich ein Prosit. Ja, und dazu werde ich das Glas wieder beiseite stellen, denn mit dem Glas in der Hand wird es schwierig sein, mit euch das Lied zu lernen. Und das war auch schon das Stichwort. Wie lernen wir das Ganze? Wir werden wie immer zuerst die Melodie einlernen. Und wenn ihr dann gut könnt, dann werden wir uns gemeinsam den Bass ansehen. Und beim Bass wird es diesmal auch anders laufen als sonst. Das heißt, wir haben hier keinen typischen Wechselbass, wie wir ihn sonst gewohnt sind. Aber dazu später mehr. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Das Ganze ist auch mit einer dreireigen Harmonika zu spielen. Das heißt, ich brauche nicht zwingend eine vierreige. Ja, dann lassen wir keine Zeit mehr dahin verstreichen. Auf geht's, zu geht's. Und bevor es so richtig zugeht, spiele ich euch das Lied einmal vor. Und wir starten schon mit der Melodie zu ein Prosit. Wie immer gehen wir wie folgt vor. Wir legen den Daumen auf unsere seitliche Leiste. Ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich euch schon, wie immer auch, die Gleichtöne markiert. Wir wissen ja, es gibt in der zweiten Reihe einen Gleichton. Das ist ja der einzige Ton, der auf Zug und auf Druck gleich klingt. Dasselbe natürlich auch in der dritten. Alle anderen Töne sind unterschiedlich auf Zug und Druck, sozusagen wechseltönig. Also, Daumen auf die seitliche Leiste und dann suchen wir uns nochmal den ersten Griff. Und das wird dieser sein. Schaut wie folgt aus. Vom Gleichton gehen wir mit dem Mittelfinger 1 nach oben, dann lassen wir eine Taste frei und darüber legen wir unseren Zeigefinger, also unseren zweiten Finger hin. Der erste Griff, der ist auch auf Druck zu spielen, sowie auch der zweite und der dritte Griff. Ich zeige euch einmal die ersten Griffe, ohne dass wir jetzt zählen, sondern nur mal, dass ihr wisst, welche Griffe wir jetzt am Anfang benötigen, nämlich diesen. Dann greifen wir um, da kommt der Zeigefinger weg, Mittelfinger bleibt liegen, Ringfinger kommt dazu. Nach diesem Griff greifen wir dann so um, der Ringfinger geht weg, der Zeigefinger kommt dazu und der Mittelfinger bleibt liegen. Ja, also diese Griffe. Natürlich müssen wir jetzt auch zählen und das schaut jetzt folgendermaßen aus. Wir zählen zwei Schläge ein und dann geht es eigentlich schon los, denn wir haben ja einen Auftakt, den wir berücksichtigen müssen. Gut, wie das funktioniert, das zeige ich euch mal kurz vor, nämlich so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, also dieser Auftakt noch einmal. Jetzt machen wir das gemeinsam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, sehr gut. Jetzt geht's weiter. Die nächsten Griffe. Wir müssen jetzt mit diesen beiden Fingern in die dritte Reihe rutschen. Nehme ich so schräg auf. Ja. Das heißt, damit ihr euch auskennt, vom Gleichton 1, 2 nach oben. Und dann Mittelfinger hin und Zeigefinger. Das ist der nächste. Dann zeige ich euch wieder nur die Griffe vor. Der Mittelfinger geht um 1 nach oben. Entschuldigung, der Zeigefinger geht um 1 nach oben. Und dann dieser Griff. Auch noch auf Druck. Also alles, was wir hier bisher gespielt haben, ist auf Druck zu spielen. Nach diesem Griff kommt dann etwas schwieriger. Und zwar kann der Mittelfinger dazu liegen bleiben. Der Zeigefinger geht weg und der kleine Finger kommt hier in die erste Reihe dazu. Das dann auch zweimal hintereinander zu drücken. Und dann habt ihr schon gesehen, der nächste Griff ist dann in der zweiten Reihe wieder zum Spiel. Nämlich müsst ihr da so umgreifen und dann runter. Also noch einmal, ab der Stelle, wo wir in der dritten Reihe spielen, nur die Griffe einmal. Dann
dann dieser, zweimal dieser und dann in die zweite Reihe hupfen. So, wie sieht das jetzt mit dem Rhythmus aus? Wir beginnen dazu von vorne, ich spiele es euch einmal vor. Nicht vergessen, wir haben den Auftakt und auf Druck, alles auf Druck bis jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt dritte Reihe. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Und dann umgreifen, also von der Stelle weg, wo wir in die dritte Reihe hüpfen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier und eins. Das ist jetzt etwas komplizierter, da ist ein Und dabei. Ich zeige euch das nochmal. Wir machen das noch einmal von der Stelle weg, wo wir in die dritte Reihe raufrutschen, nämlich von da. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier und eins. Das mit dem Und funktioniert folgendermaßen. Wir zählen hier 3, 4, bleiben da durchgehend gedrückt und das Und ist dann noch einmal extra. Also 3, 4 und 1. Das ist genau in die Mitte reinzuspielen. 3, 4 und 1. Machen wir das einmal gemeinsam. Ich zähle ein. 1, 2, 3, 4 und 1. Noch einmal. Immer auf Druck. 1, 2, 3, 4 und 1. Und genauso könnt ihr schwierige Stellen auch üben, indem ihr immer den Griff davor nimmt, dann die Stelle, die es zu üben gilt, und den nächsten Griff. Ja. Also immer nur zwei, drei Griffe hintereinander und das immer wiederholen, dann könnt ihr auch relativ schnell eine schwierige Stelle beherrschbar machen. Wir machen das von der dritten Reihe jetzt nochmal weg, nämlich von diesem Griff. Ich zähle jetzt vor ein, dann könnt ihr das auch mitspielen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Ja, bis hier machen wir es. Und jetzt starten wir ganz von vorne und nehmen das Gelernte mit. Dazu müssen wir wieder auf den Gabelgriff, wie zu Beginn, umgreifen und auf Druck. Und wir zählen ein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Bis hier haben wir das Stück schon gelernt. Jetzt. Der nächste Griff ist auf Zug, das heißt, wir müssen aufmachen, können aber mit den Fingern liegen bleiben. Und da zählen wir auch wieder bis 4. 1, 2, 3, 4. Und dann wieder zu. Und umgreifen auf 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Die 2 ist dann eine Pause. Nochmal von dieser Stelle weg. 1, 2, 3, 4. Jetzt Zug. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Und danach würde schon die Wiederholung eintreten. Gut, diese Griffe, die nehmen wir jetzt noch mit und das machen wir genauso, wie wir es immer machen. Wir beginnen von vorne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Zug, 1, 2, 3, 4 und Druck. 1, 2, 3, 4, 1, 2 und jetzt geht's weiter. 3, 4 ist wieder dieser Auftakt. 3, 4 und dann wiederholt es sich wieder. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 und ab hier ändert es sich. Ja? Der in der dritten Reihe ist dann nur mehr 2,
Schläge lang. Gut, das sehen wir uns dann gleich an. Wir machen es einmal noch von vorne bis zu der Stelle, wo wir jetzt gespielt haben. 1, 2, 3. Pause. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und jetzt haben wir gesagt, spielen wir die dritte Reihe, immer noch auf Druck. Und das geht jetzt folgendermaßen. 1, 2, 3, 4. Also von 2, 3 auf 3, 4 umgreifen. Noch einmal. 1, 2, 3, 4. Dann in die zweite Reihe rutschen. 1, 2. Nochmal von dieser Stelle. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Und danach kommt ein Kreuzgriff wieder. Und zwar kommt jetzt hier der Zeigefinger in die dritte Reihe. Ja? Und der Mittelfinger hier in die erste Reihe. Und das ist wieder ein Griff, wo wir dann auch ein Und dabei haben. Und wie wir das jetzt zählen müssen, das machen wir jetzt gemeinsam und ich zeige es euch einmal vor und dann machen wir es gemeinsam. Wieder von dieser Stelle weg in der dritten. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Ja? Also der letzte Griff, den wir jetzt hatten, ist dann nach diesem Kreuzgriff auf 4, 5 umzugreifen, nämlich der vierte Finger auf den Gleichton. Kleiner Finger darunter. Machen wir das noch einmal. Von der Stelle weg in die dritten Reihe. Und dieser letzte Griff, das habe ich noch vergessen, der ist auf Zug zu spielen. Ja? Gut, aber den machen wir jetzt gemeinsam. Wir spielen das einmal gemeinsam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und Zug. 3, 4. Der letzte ist dann 4 Schläge lang. Noch einmal die Stelle. Auf Druck. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und Zug. 2, 3, 4. Nächster Griff. Das ist jetzt ein Griff, wo wir drei Finger benötigen, und zwar müssen wir so greifen. Also von 4, 5. Kommt jetzt hier auf diesen Ton, auf Zug. Der Zeigefinger. Mittelfinger darüber. Eine Taste leer lassen. Und dann der kleine Finger. Und da immer schauen, dass wir das gleichzeitig drücken. Das heißt, jeden Finger gleichzeitig. Nicht so. Das wäre nicht schön, sondern wirklich, dass es ein gerader Ton ist oder gerade Töne gleichzeitig gespielt. Also nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beide Griffe, wie gesagt, auf Zug. Dieser Griff ist auch 4 Schläge lang. Und der letzte Griff, dazu kann jetzt der Mittelfinger und der kleine Finger liegen bleiben. Wir geben aber noch den Ringfinger dazu. Und spielen den letzten Aufdruck. 1, 2, 3, 4, 1. Insgesamt also 5 Schläge. Noch einmal von dieser Stelle weg. Und auf Zug beginnen. Wir zählen nur ein, dann könnt ihr mitspielen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und Druck. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1. Okay, machen wir das nochmal von der Stelle weg in der dritten Reihe. Das habe ich gemeint, ja. Da haben wir auf Druck zu spielen. Ich zähle ein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 1. Ja, damit haben wir die Melodie bereits gelernt. Aber wir haben noch was Wichtiges vergessen. Wir spielen das Ganze natürlich jetzt schon nochmal von vorne durch. Gut, dazu wieder nicht vergessen. Wir spielen auf Druck, die richtigen Tasten suchen. Und dann zählen wir auch schon ein und spielen das gemeinsam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Zug. 1, 2, 3, 4. Und Druck. 1, 2, 3, 4, 1, Pause, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, und Zug, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, und Druck. 1, 2, 3, 4, 1. Die Melodie, die haben wir jetzt gelernt und jetzt fehlt nur noch der Bass. Und da habe ich eingangs schon erwähnt, dass der Bass heute etwas anders zu spielen ist als sonst. Gleich zeige ich euch das. Bevor wir das aber jetzt gemeinsam angehen, bitte ich euch wie immer an dieser Stelle, zuerst die Melodie gut einzulernen und erst dann den Bass dazu zu lernen. Ja? Sonst ist das eine verzwickte Geschichte, könnte man fast meinen. Denn wenn die Melodie nicht auswendig gespielt wird und nicht auswendig geht, dann tut ihr euch natürlich wesentlich härter beim Erlernen des Basses. Also zuerst bitte immer, wie gesagt, die Melodie gut einlernen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch jetzt, wie der Bass zu spielen ist. Wir beginnen damit, dass wir mal den richtigen Bass dazu suchen. Ich habe euch hier schon mehrere Tasten markiert. Ganz einfach deswegen, damit ihr euch besser auf meiner Tastatur hier orientieren könnt. Die Finger, die wir heute brauchen, die suchen wir jetzt. Und zwar zählen wir dazu mal von diesem ersten Bass, von diesem sogenannten X-Bass, 1, 2, 3, 4 nach unten. Und auf diese Taste legen wir dann unseren Mittelfinger. Darunter unseren Ringfinger. Genau. Und bei diesem Lied haben wir jetzt eine andere Begleitung als sonst, also keinen Wechselbass, sondern eine Marschbegleitung, könnte man dazu sagen, ja. Wo wir immer auf 1, 2, 3, also auf 1 und auf 3 spielen. Ja? 2 und 4 ist Pause. Da spielen wir keinen Bass. Zeigen dazu später mehr. Wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, ob ihr auf den richtigen Tasten liegt, dann machen wir die Gehörprobe. Es kann auch sein, das wollte ich noch davor sagen, dass dieser X-Bass, dieser einzelne Bass hier bei mir rum, bei euch fehlt. Das ist oft bei älteren Modellen eben der Fall. Aber auch der, was bei neuen wird, der noch immer nicht verbaut, ist aber, wie gesagt, heute eigentlich schon Standard. Aber falls ihr den nicht dabei habt, ja, dann ist das euer erster Basston und eure erste Basstaste und ihr geht dementsprechend dann 1, 2, 3 nach unten und legt den Mittelfinger darauf. Wenn ihr euch immer noch unsicher seid, dann machen wir jetzt, wie gesagt, die Gehörprobe. Wir ziehen auf dieser Taste und wir drücken. Vierter Finger. Wenn es gleich klingt, dann seid ihr auf jeden Fall auf den richtigen Tasten und dann kann es losgehen. Gut, wir werden jetzt am Anfang nur den Bass einlernen, ja, und später dann die Melodie dazu. Da, wie gesagt, dieser Bass etwas spezieller ist als sonst. Also, wir holen mal Luft und dann probieren wir mal auf 1 und auf 3 zu drücken. Und zwar beide Finger gemeinsam, vierten Finger und dritten Finger. Ja. Also so, ich zeige es euch einmal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das machen wir jetzt gemeinsam. Ich zähle ein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Danach geht es dann schon in die dritte Reihe. Das heißt, wir müssen mit beiden Fingern jeweils zwei Tasten nach unten hüpfen. Dazu habe ich schon den C-Bass markiert. Könnt ihr suchen, darüber dann den Mittelfinger. Also von diesen Tasten schnell springen
in die dritte Reihe auf diese Basstasten. Das sind eben die Basstasten, die zur dritten Reihe gehören. Und dann auch wieder 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, wir machen das gemeinsam von vorne und hüpfen dann schon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt springen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und 1. Und hier müssen wir wieder zurückspringen. Ja? Wenn ihr euch noch schwer tun solltet, ja, so schnell runterzuspringen, dann übt einfach, wie gesagt, einmal folgende Übung. So, springen, springen. Langsam und dann immer schneller werden. Dass das, wie gesagt, in den Automatismus übergeht. Okay, und wenn ihr das gut eingeübt habt und ihr euch jetzt schon sicher seid, wo ihr hinspringen müsst, dann machen wir das gemeinsam nochmal von vorne. Also, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt springen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und springen. 1, 2, 3, 4. Jetzt Zug. 1, 2, 3, 4. Und Druck. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, so sieht der Bass eigentlich überwiegend zu ein Prosit aus. Ganz zum Schluss ist er dann etwas anders zu spielen, das zeige ich euch aber dann gemeinsam mit der Melodie. Und die Melodie, das ist jetzt schon das Stichwort, wir beginnen jetzt auch mit der Melodie gemeinsam. Also Bass und Melodie, jetzt wird es spannend. Dazu legen wir wie üblich immer den Daumen auf die seitliche Leiste, suchen auf der Diskantseite unseren ersten Griff, das war der. Wir spielen auf Druck, nicht vergessen, und hier müssen wir in unsere Stellung gehen, dass wir auf unserem B-Bass, dass das unser erster Ton ist. Ich spiele es euch jetzt einmal nur vor, damit ihr ungefähr ein Verständnis davon bekommt, wie das jetzt klingen soll und wie das funktioniert. Dann nicht vergessen, wir haben ja einen Auftakt hier, wo bei 3, 4 wir einsetzen müssen. Bei diesem Auftakt spielen wir aber nur die rechte Hand. Erst bei 1 spielen wir dann schon gemeinsam Bass und rechte Hand. Das geht jetzt so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, also gesehen, die ersten 2, also 3, 4 ist ein Auftakt. Da spielt nur die rechte Hand allein und dann bei 1 setzen wir gemeinsam ein. Und da kommt es jetzt wirklich darauf an, dass ihr mitzählt und wirklich auf 1 und auf 3 nur den Bass drückt. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Na? Okay, das machen wir jetzt ganz von vorne und gemeinsam. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Danach müssen wir jetzt dann schon, wir erinnern uns, in die dritte Reihe springen. Mit diesen Fingern, aber auch mit der linken Hand, nämlich mit dem Bass, auf diesen Bass, das wir vorher eingeübt haben. Und dann geht das folgendermaßen. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Machen wir das gemeinsam. Zähl ein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Gut. Jetzt üben wir das gemeinsam von vorne ein und springen dann schon schnell nach unten. Also wie gesagt, da müsste dein Finger fertig sein. Deswegen den Bass lieber zuerst etwas länger einlernen und besser, dass ihr jetzt dann beim Erlernen mit der Melodie dann keine Probleme habt. Wir beginnen. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Springen. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Genau, also bis hier hatten wir es. Also 1, 2. Jetzt kommt unser lustiger Griff, den wir ganz gerne haben, nämlich diesen. Ja, und da geht es so. 3, 4 und 1. Also, da haben wir jetzt das umzuzählen.
Bei 3 drücken wir den Bass, 10, 3, 4 und ist dann die rechte Hand. Also 3, 4 und 1. Und bei 1 müssen wir schon wieder mit dem Bass von der dritten Reihe in die zweite Reihe springen. Also auch hier wieder schneller Sprung zurück. Noch einmal. 3, 4 und 1. Und das üben wir jetzt gemeinsam. Ich zähle dazu ein. Bitte schauen, dass wir in der dritten Reihe jetzt sind. Mit unseren Basstasten, ja, und auf Druck spielen wir natürlich. Und dann zähle ich 1, 2 und auf 3 beginnen wir schon, okay? Gut. 1, 2, 3, 4 und 1. Und das macht es jetzt ein paar Mal durch. Immer 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. So wird es weitergehen. Noch einmal. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Genau, also auch diese Stelle wieder schön durchüben. Immer nur diese Stelle mit dem und, damit auch diese so schnell wie möglich flüssig geht. Also da hat es jetzt wenig Sinn, immer von vorne anzufangen und nur immer drüber spielen, weil dadurch lösen wir das Problem natürlich nicht, sondern da müssen wir wirklich intensiv diese eine Stelle, diese Ballgriffe üben, ja, diese Grifffolge. Und danach seid ihr auch wesentlich schneller am Ziel. Gut. Wir beginnen von vorne. Und nehmen dann die neuen Griffe mit. Schauen, dass wir auch genug Luft haben. Zur Luft noch ein kleines Wort. Wenn die euch jetzt während des Spiels ausgeht, ist es kein Problem. Bitte dann nicht in Panik verfallen. Ihr müsst immer das bedenken, wir spielen in einem sehr, sehr langsamen Tempo jetzt. Dafür brauchen wir natürlich auch dementsprechend, und das ist die Physik leider so, mehr Luft. Längere Töne brauchen einfach mehr Luft. Deswegen geht auch jetzt uns die Luft wahrscheinlich regelmäßig aus. Diese dann einfach mit der Lufttaste wieder ausgleichen. Ja, und wenn ihr dann natürlich schneller spielt, in einem schnelleren Tempo später, jetzt spielen wir es noch langsam, dann würdet ihr das gut und exakt einüben. Also wenn ihr das, wie gesagt, in einem schnellen Tempo dann spielt, dann braucht ihr auch wesentlich weniger Luft, dann sieht das alles ganz, ganz entspannt aus. Also wir suchen unseren ersten Griff, beziehungsweise die ersten Griffe, links und rechts. Und dann geht's los. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt hupfen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Bis hier hatten wir es. Also, die letzten waren das. 1, 2, 3, 4. Wir machen weiter. Jetzt erinnern wir uns, müssen wir auf Zug spielen. Finger bleiben hier liegen. Hier natürlich auch, aber immer auf 1 und auf 3. Immer darauf achten. 1, 2, 3, 4 und Druck. 1, 2, 3, 4. 1. Wir spielen das von der Stelle, wo wir. Okay? Wir zählen einen wieder, diese zwei Schläge, und dann spielen wir das schon gemeinsam. Mit Bass springen. Und los geht's. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Zug. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Pause. 3, 4. Und dann beginnen wir schon von vorne wieder. Und bevor es soweit ist, dass wir mit der Wiederholung jetzt starten, starten wir nochmal ganz von vorne und dann machen wir die Wiederholung. Wir gehen wieder auf unsere ursprünglichen Griffe zurück, auf Druck nicht vergessen und dann zählen wir ein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Springen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Zug. 1, 2, 3, 4. Und Druck. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann wiederholen. Also 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wieder springen. 1, ja. Also hier auch wieder von der zweiten Reihe in die dritte Reihe springen.
Und in der dritten Reihe sieht es jetzt folgendermaßen aus. Da haben wir jetzt eine Abänderung, nämlich 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, und. Und da kommt schon das Und. Das machen wir jetzt gemeinsam, ich zähle ein. Wir beginnen ab der Stelle, wo wir in der dritten Reihe greifen. Passt bitte auch schauen, dass ihr jetzt in der dritten Reihe schon seid, sonst passt das natürlich nicht dazu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und jetzt springen. 1. Das 1, ja, dann müssen wir schon wieder mit dem Bass von der dritten Reihe natürlich in die zweite Reihe zurückspringen. Und das Und natürlich auch beachten. Wir machen diese Stellen noch einmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und 1. Und auch hier wieder diese Und-Stelle, also 3, 4 und 1. Die können wir wieder extra üben. Das ist auch eine schwierige Stelle in diesem Lied, die wir wieder separat üben sollten und üben müssen. Nämlich so. 3, 4 und 1. Und auch immer achten, dass ihr mitzählt, damit ihr genau wisst, wann ihr drücken müsst. Ja? Wir machen das gemeinsam. Ich zähle wieder zwei Schläge ein und dann spielen wir das gemeinsam wieder. Ich sag, da schauen, dass wir in der dritten Reihe sind und den Kreuz gefahren. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Okay? Nochmal. Ich zähle ein. Schauen, dass wir die Finger auf den Basstasten haben. Bereit? 1, 2, 3, 4 und 1. Und wenn wir dieses 1 spielen, ja, da spielen wir jetzt einen anderen Bass, nämlich einen durchgehenden. Das heißt, wir bleiben drauf. 1, 2, 3, 4. Und beim nächsten Griff, wo wir diese drei Finger im Einsatz haben, noch einmal das gleiche. Wir lassen nur kurz dazwischen aus, zwischen den beiden Griffen und dann wieder. 1, 2, 3, 4. Also noch einmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und beim letzten Griff, wo wir dann zumachen und hier folgende Tasten spielen, geht der Bass dann so. 1, 2, 3, 4, 1. Hier kommt ein einziges Mal in diesem Lied der Zeigefinger zum Einsatz. Also 1, 2, 3, 4, 1. Bass extra, schaut so aus. 1, 2, 3, 4, 1. Und zum Schluss können wir das schön ausklingen lassen. Nochmal von der Stelle weg, wo wir lange ziehen. Jetzt spielen wir das gemeinsam. Ich zähle ein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und Druck. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Damit haben wir auch schon den Bass gelernt. Aber wir wiederholen, wir sind noch nicht am Ende, wir wiederholen jetzt die Wiederholung. Also ab der Stelle, wo sich das Lied wiederholt, beginnen wir jetzt nochmal. Also, wir nehmen den ersten noch mit und hier bei der Wiederholung müssen wir auch auf den dritten hier auch den Bass drücken. Ja, das ist nur ganz am Anfang, wo dieser Auftakt alleine zu spielen ist. Ja. Also ich zähle wieder zwei Schläge ein und dann beginnen wir gemeinsam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Springen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und Druck. 1, 2, 3, 4. 1. Genau, also so sieht dann die Wiederholung aus. Und zu guter Letzt spielen wir das Ganze noch einmal von ganz von vorne durch. So, wieder die Finger in die Grundstellung bringen und dann zählen wir wieder ein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Zug. 1, 2, 3, 4. Und Druck. 1, 2, 3, 4. 1. Pause. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und Zug. 1, 2, 3, 4. Ja, da kann einem schon ganz warm werden, wenn man so intensiv übt, wie wir das heute gemeinsam getan haben. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Stunde angelangt. Ja, wenn euch demnächst dann jemand fragt, vielleicht euer Freund, euer Kumpel, wie auch immer, bitte spiel mir ein Prositz. Dann gibt es jetzt auch keine Ausrede mehr, denn das haben wir heute natürlich gelernt. Ja, und wenn ihr auch kein weiteres Lernvideo mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch einfach unseren Harmonika-Veronika-Kanal, hinterlässt auch gerne einen Daumen hoch da, würde mich persönlich sehr freuen. Ja, und genauso freuen würde ich mich, wenn wir uns bei einem weiteren Lernvideo von Harmonika-Veronika wiedersehen. Bis dahin, Servus, Pfiatti und auf Wiedersehen, euer Quetschenbull.